Liebe CFS-Community, ich hatte gestern mal wieder ein sehr beschissenes Erlebnis und ich habe ein Gedicht geschrieben für all diejenigen, die CFS verstehen wollen. Und an alle anderen muss ich einfach sagen, solange ihr nicht einen Tag unter der Erkrankung gelitten habt, habt ihr keinerlei Recht, euch über andere zu erheben, sie zu verurteilen oder zu verletzen. Und ich finde, das gilt für alle Menschen da draußen, aber ich setze mich gerade für meine Community ein. Und an alle Zweifler da draußen, keiner von uns hat Lust, sich freiwillig über Jahre oder Monate in ein Zimmer einzusperren, nur um seine eigene Wäsche nicht zu machen. So, ihr Lieben, das ist für euch. Es ist einfach schwer zu sagen, was wir zu ertragen haben. Trotz Symptomen nicht zu sterben, weiterleben nicht verderben. CFS ist mehr als Leid. Es ist nicht Zeitvertreib oder Kummer. Es ist Ausdauer, Mut und Resilienz im dunklen Zimmer. CFS bleibt ohne Augenschein. Es ist viel zu kompliziert, um nicht zu sein. CFS bleibt unerkannt und tausend Seelen bleiben dort verbannt. CFS hat tausend Tücken. Du darfst nicht dies, darfst nicht das, sonst entstehen im Kopfe Lücken. Du musst von deinem Leben rücken. Du musst verzichten und darfst keine Blumen mehr pflücken. Und vor allem musst du dich von allem trennen, nur um einen kleinen Teil zu nennen. CFS kann isolieren, kann dich einsperren, lässt dich frieren oder über alle Maßen an Ort und Stelle schweißnass baden. CFS tut mal im Kopf weh, mal in den Beinen, mal beim Sehen. Manchmal kannst du kaum noch gehen. Hören tust du, gut siehst aus, schön dich zu sehen. Was soll man denn dazu sagen? Soll ich mich denn nur beklagen? Denn verstehen tut das dennoch nicht. Also bleibe ich mal ganz schlicht. Danke, gut, ja, danke und dir? Man reißt sich einfach schnell zusammen, weil man das am besten kann. Doch eigentlich ist sonnenklar. Sag ja zu dir und nein zum Ja. CFS heißt auch nach Hilfe fragen. Selbst wenn man das nur sehr schlecht kann, hör auf mit dem ich kann, ich kann. CFS heißt sich zu schützen, sich zu lieben und zu rüsten für den langen, langen Weg, den man mit CFS so geht. CFS lässt oft nicht schlafen, lässt Ohren dröhnen, Herzen rasen, lässt dich allein in einem Raum dein eigenes Herz stolpern hören. CFS ist keine Unterhaltung, weil einfach in jedem Satz, egal wie du ihn sagst, die Hälfte deiner Worte fehlen. Und dieses Fehlen ist eine Qual, denn dein System ist im Verfall und du hast kaum eine Möglichkeit, dich selbst zu retten. Schaust einfach zu, kannst dich ja eh nicht verstecken. Dann ist CFS, als wird man sterben. Der Tod kommt nie, aber Riesenberge, die man, egal wie es dir ergeht, erklimmt, bis man im Tale steht. Ein bisschen Sisyphus und Paradox, und es entstünde hier ein schwarzes Loch, wenn nicht Glück und Lebensmut und ein gutes Quäntchen Spaß zutut. CFS ist Sein ohne Leben. Da bleibt man schon mal bei der Frage kleben, was ist überhaupt der Sinn? Woher soll ich wissen, wer ich bin, wenn ich nichts leisten kann und mit jedem Schritt mein Körper in die Falle tritt? Denn CFS ist nicht nur müde. CFS ist hauptsächlich trübe. Für Geist und Körper eine Achterbahn hätte man gekonnt, wäre man schnell davon gefahren. Doch Autofahren kannst du nicht, weil umso mehr dies und das Symptom ausbricht. CFS, das muss man können. Man muss es wagen zu verbrennen, um sein Ego zu zertrennen. Und wenn man manchmal nicht mehr kann, dann liegt es nicht am Psychokram, dann liegt es schlicht am Overload, am selben grauen, langweiligen Ton, an der verdammten Einsamkeit, an der Angst, für immer krank zu sein, an dem dunkelgrauen Schleier, an jeder trübseligen Feier. Es liegt am Schmerz, der dir von Tag zu Tag durchs Herz geht und durch Bein und Mark. Es liegt daran, dass nicht mal Sonnenlicht in deinem Gesicht willkommen ist. Vielleicht liegt es daran, im meisten Falle, dass wir leer sind, einfach alle. Man hat diese versteckte Energie. Man weiß, sie ist da, nur man spürt sie nie. CFS bedeutet, wach zu sein. Aber das ist ja nur im Augenschein, denn innen drin sieht es anders aus. Man ist erschöpft und ausgelaugt. CFS hält dich gefangen. Da ist es logisch, um sich zu bangen. Und mit allem, was hier geschrieben steht, ist nur ein Teil von dem erzählt, was CFS zu sagen hat. Denn wie erklärst du denn ein Trauma, bei dem du schläfst, aber nie mehr aufwachst? Dir bleibt kaum noch Kraft zum Überleben und dann zerren von außen auch noch diejenigen, die gerne, anstatt auf sich selber zu schauen, eine Kriegsfront aufbauen. Und für meinen Arschengel gestern, der Meinung war, mir zu sagen, ich soll mein Leben in den Griff kriegen, habe ich auch ein Gedicht geschrieben. Lieber Arschengel, leck dich. Das war's.